Hallo YouTuber und willkommen zu einem neuen Technik-VWT-Video. Ich freue mich gerade sehr, denn endlich, nach einer sehr langen Odyssee, ist meine Nintendo Switch in der OLED-Version eingetroffen. Beziehungsweise ist die OLED-Version, denn das ist eine französische Nintendo Switch. Ich hatte eine wirkliche Leidensgeschichte diesmal. Ich habe rechtzeitig vorbestellt bei einem großen Elektrohersteller, der nach einem Planeten benannt ist. Naja, sollte kommen, kam nicht, dann wurdest du irgendwie nach ein paar Tagen vertröstet und dann kam es immer noch nicht. Naja, und dann guckst du rum und dann überall sowieso, wem erzähle ich das? Die Dinger waren ja schwer zu bekommen. Aber dann die Franzosen. Frankreich hatte jede Menge Switches und Tablet-Mode, ja gut, auf draußen steht alles auf Französisch, aber deswegen kann man die ja trotzdem auf Deutsch stellen. Und beim Zubehör, wir haben ja den gleichen Stecker, das ist gar kein Problem. Hatte nochmal den Vorteil, Amazon Frankreich hat zwar aus Frankreich verschickt, kam aber auch problemlos und war jetzt in Summe, ich glaube, die hat 312 gekostet bei denen, nicht 350 wie bei uns. Dann kam aber nochmal 5, 6 Euro Versandgebühren dazu. Also Pi mal Daumen 320. Gut, dafür musste ich mich auch gedulden. Und ich wollte ja unbedingt die weiße Version haben. Gucken wir mal rein, was wir denn jetzt alles überhaupt bekommen. Ich habe noch so ein ganz dezentes Erinnern an die alte Switch, als ich die damals ausgepackt habe. Habe ich da böse Kommentare bekommen, wie man denn der Lüfter, für den Lautsprecher halten konnte und andere Sachen. Aber ich meine, ich bin ja wirklich kein Switch-Experte, aber ich gucke jetzt trotzdem mit voller Begeisterung rein. Und natürlich ist es eigentlich so, naja, wenn man doch eine alte, gut gehende Switch hat, warum sollte man auf eine OLED wechseln? Ich hatte sie in der Zeit jetzt auch schon mal live gesehen. Größeres Display, naja, aber das hellere Display. Gerade wenn man dann nicht mit der Docking Station zu Hause zockt. Pluspunkt Nummer 1. Der breite Ständer auf der Rückseite, Pluspunkt Nummer 2, denn auch ich stelle das Ding dann immer mal wieder gerne hin, ne? Und dann hier mit diesem kleinen Fizzles-Ding, ja, deswegen, ich erwarte, verspreche mir da ein etwas erfreulicheres Spielerlebnis. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, was weiße Controller angeht. Bisher habe ich bei Microsoft eigentlich Glück gehabt, bin mal gespannt, wie die von der Switch altern werden. Na, kommst du wohl her? Einmal, zweimal und der Einschalter nach wie vor oben. So, oh, allein das hier sieht schon mal, ja, oh, das war, oh, ja, ah, das ist komplett anderes Hochfahr, guck, schon hier und das mit der krassen Beleuchtung, die ich hier, oh, ist das schön. Schön. Also, wir gucken einmal rum, oben An- und Aus-Taste, links leiser, rechts lauter, alles wie gehabt. Dann unser Cartridge für die Spiele. Na, kommst du wohl eben her? Oh, ist doch jetzt nicht wahr, ich denke mir keine Fingernägel. Okay, die ist definitiv schwerer zu öffnen als beim Vorgänger. Gut, daneben noch der Kopfhöreranschluss. So, Rückseite halt wie gesagt der breite auf Micro-SD-Karten-Slot wie gehabt auf der Rückseite unter dem Ding. Ah, jetzt bin ich einmal viel zu weit zurück. So, unten dann unser USB-C-Port und das war's. Die Joy-Cons, passt ja auch alles wieder. Ja, einrichten mache ich gleich. Ich gucke mal weiter, was wir sonst noch drin haben. Und zwar weiß ich ja auch, was viele, naja, die sagen unterwegs, was will ich mit einem helleren Display? Brauche ich nicht. Den breiteren Ständer brauche ich auch nicht. Das, was ich möchte, verbirgt sich im, naja, in der Station. Und zwar, einmal aufmachen, da ist es, der Ethernet-Anschluss. Ihr könnt das Ding jetzt auch endlich zu Hause am Kabel betreiben, wenn euer Internet, vielleicht, also euer WLAN nicht schnell ist oder was auch immer, aus welchen Gründen. Es kann endlich das Ding in der Station mit Ethernet betrieben werden. Zweimal USB an der einen Seite und der HDMI-Port war ja unten und die Stromversorgung. Genau, wieder über den USB-C. So, einmal das zusammen. Und jetzt Gummi-Minuspunkte. Wir haben eine, naja, eigentlich ist es ja die Panda Edition. Ich wollte gerade wieder weiße Switch sagen, aber wir kriegen schwarzes Zubehör. Was ich jetzt bei Fernseherkabel nachvollziehen kann, so viele dunkle oder helle Fernseher gibt es ja nicht. Pluspunkt, wir haben HDMI-Kabel dabei. Tipp mal so, wie das jetzt hier gerollt ist, wird das ein knapper Meter sein. Na, packen wir es mal fix aus. Ich meine, wenn, so, ja, doch, Meter HDMI-Kabel liegt dabei, das zum einen. Dann auch in der französischen Version, habe ich ja gesagt, keine Angst haben, ganz normal unser
naja, EU-Stecker halt. USB-C auch wieder. Wer hier die Kabellänge wissen möchte, gucken wir uns auch fix an. Dafür machen wir das Ganze. 1, 2, 3, 4, 5. So, auch hier, ja, auch wieder ein Meter. Ein Meter Stromkabel. Und dann gibt es noch die Halteschlaufen für die Controller. Das ist aber noch nicht alles, denn nach wie vor, wenn man die zusammenfisseln möchte, das Ding hinstellen und dann so zocken möchte, gibt es halt, bin ich nie mit richtig warm geworden mit den Haltedingern, aber ist halt nach wie vor dabei. Vorteil wieder schwarz, von den Griffen her wahrscheinlich ein bisschen, naja, altersbedingt besser alternd oder farblich oder Fingerabdrücke oder Schmodder oder was nicht alles, als das Weiße hier, was eigentlich auch eher grau daherkommt in dieser Panda Edition. So, ich richte es mal fix ein. Und ich habe leider nicht mehr die Original-Videoaufnahmen, wie ich hier vor einigen Wochen saß und das Ding zum ersten Mal in Betrieb genommen habe und mit Begeisterung, mit glitzernden Augen hier saß und dachte mir so, schönes Display, helles Display, helles Display. Es war genau das, was ich mir erwartet habe. Sondern ich gebe jetzt, das ist ja noch nicht ein ausführlicher Testbericht, sondern auch noch mal das ein bisschen verstärkt vom ersten Eindruck, weil ich das Gerät jetzt ja inzwischen oft unterwegs auf Achse hatte, damit viel gezockt habe, wobei im Endeffekt immer nur Metroid Dread gezockt habe, immer noch nicht durch bin, darf ich nicht sagen, in einigen Stellen verzweifelt, aber vom Ding selber, von der Switch hier, bin ich sehr angetan. Ich sage jetzt nicht, ne, dass es hier ein komplett neues Nutzungserlebnis ist. Und auch ich hätte mir neben dem Display, neben dem Ethernet-Anschluss fürs Dock, oh, das Dock vertickt inzwischen, zumindest in den USA, aber ich glaube dann auch bei uns, das kann man auch nachkaufen. Also wer immer einen Netzwerkanschluss für die Switch oder fürs Dock halt vermisst hat bisher, man bekommt die Docks auch einzeln. Aber was ich sagen wollte, es ist halt nicht hier das Mehr-Power oder dass man sagt, ne, mehr Power im stationären Einsatz, dass es nochmal schöner aussieht. So eine Switch 2. Nein, es ist halt hier die Panda Edition. Das freut mich auch. Dazu kann ich ja jetzt doch nach Wochen der Nutzung sagen, ne, also hier Abwehrfarben oder sowas oder Schmutz oder großartig bei den weißen Controllern. Das hat sich bei mir noch nicht gebildet. Was ich aber sagen kann, ne, darum geht es jetzt hier. Dieser Wechsel auf dieses größere, schönere Display ist schon schön. Das ist für mich als jemand, der nicht viel zockt, der dann aber, wenn er doch mal zum Switch-Zocken kommt, gerade wenn er dann unterwegs ist. Ich habe das Ding das erste Mal 4 Stunden fast am Stück im Zug benutzt. Auch toll. Und das, ich meine, das trifft jetzt auch nicht die neue Switch, sondern das, ne, irgendwann kam ja das Update auf Bluetooth-Audio-Unterstützung. Funktioniert problemlos, da wechseln mit, hier jetzt auch mit normalen AirPod-Kopfhörern, ne, die auch mit der Switch funktionieren, sitzen, spielen, zocken, es ist schön. Aber das ist so, es gibt genug, was ich hier noch kritisieren werde, das kommt noch mal später, aber der erste Eindruck von diesem Ding, der ist auch jetzt noch nach einigen Wochen, gerade was das Display angeht, gerade wie ich hier saß, hüpfend vor Begeisterung beim Display, ja, es ist gerade unterwegs ein schön, vernünftig, helles, brauchbares Display. Ganz genau das, was ich mir erhofft hatte. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.